Jo Leute, willkommen zum neuen Let's Drink. Heute mit Currywurst Energy Drink aus Deutschland. Und ja, mir ist jetzt schon schlecht. Ich habe auch richtig Schiss, den zu probieren oder zu riechen. Ja, keine Ahnung. Einfach, es riecht schon ekelhaft. Es sieht schon eklig aus. Schon die Vorstellung Energy und Currywurst. Nee. Ja, also Design. Hier irgend so eine eklige Currywurst. Ja. Hier angeblich 100% vegan. Weil auch Fleisch vegan ist. Und ja, hier steht auch noch voll lecker. Alter. Das macht mir Angst. Und ja, hier. Ja. Ja, 30 Milligramm Koffein. Was haben wir noch? 11 Gramm Zucker. Ja, mehr haben wir ja eigentlich gar nicht. Tap und Top, Silber, Schwarz, Rot, Alter. Und haltbar bis, naja, wenigstens noch 2017. Gut. Ach du Scheiße, ich hab Schiss. Ich will nicht mal riechen. Geruch. Ist das ekelhaft? Boah. Das riecht wie eine Currywurst mit Energy Drink, Alter. Alter. Jetzt die Farbe. Das sieht aus wie eine Cola oder so. Am Ende kommen jetzt noch Fleischstücke mit raus hier. Boah, wie ekelhaft. Okay, ich probier mal. Ach du Scheiße. Prost. Ich trau mich nicht. Okay, jetzt haben wir. Oh. Alter, mich schüttelt. Ist das ekelhaft? Es schmeckt, man schmeckt den normalen Energy raus, aber dann kommt so richtig ekelhaft Currywurst. Meine Freundin kotzt schon mir die Hände voll. Ist das ekelhaft? Ich musste da schon mit dem Kerl schon meine Fresse ausspielen. Leute, Alter, nee, danke. Das ist ein Fall für einen Gartenteich. Ja. Ich glaube. Und tschüss.